Willkommen in Heigenbrücken und nach kurzem Aufenthalt ist es Zeit, diesen Zug bis nach Aschaffenburg zu fahren. Nach kurzem Aufenthalt, alles klar. Sprich, wir müssen noch warten, dementsprechend. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal hier die Spitzensignale wechseln. Und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Szenario von. Okay, das wäre natürlich einfach gewesen. Von der Main-Spessart-Bahn. Gott, erstmal hier das hier wieder ausschalten. Nein, das war verkehrt. Ich meinte das. Das können wir von mir aus auf hell machen. Ist ja recht dunkel. Hauptschalter auf neutral. Oh, war der Scheibenwischer in diesem Spiel auf V oder auf B? Auf V, okay. Glaube ich erstmal auf unregelmäßig machen, bis wir halt fahren. So, Hauptschalter auf voraus und die Zugbremse auf volle Leistung. Reifen wir den Zug erstmal vor. So, Zugbremse auf 1B. Beim Freigabe. Was? Beim Freibar. Steigen Sie aus, sobald Sie dürfen. Was? Wir müssen eh noch warten. Beim Freigabesignal lösen Sie die Bremsen und fahren Sie ab. Ja gut, das heißt, wir müssen ja, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, erstmal warten. Bis. Okay. Lösen wir die Parkbremse. Dann gehen wir auch hier runter. Schauen uns vielleicht nochmal den Zug so ein bisschen an. Schöne Lackierung. Gut, wirklich viel sehen wir da dementsprechend nicht. Aufgrund des ja doch schon etwas nebligen Wetter. Okay. Die Screenshot-Funktion funktioniert wieder. Ich frage mich, was. Ich habe mir auch gesagt, weil ich letztens Steam als Administrator geschaltet habe. Was davor nicht der Fall gewesen ist. Genau, wir fahren einen Autotransporter. Wie man sehen kann, ist unser nächster Halt Aschaffenburg und das war's. Kilometer haben wir vor uns. Ich kann mich zugegebenermaßen an Aschaffenburg nicht mehr erinnern. Ach, an Aschaffenburg sage ich schon. An die Main-Spessart-Bahn nicht mehr erinnern, wirklich an die Strecke. Liegt einfach daran, ich bin da glaube ich auch, okay, jetzt können wir auf fahrend einstellen. Liegt auch daran, dass ich glaube ich nur im Sonntagsfahrer hier gefahren bin. Was für ein Sound! Also wenn das mal nicht der geilste Sound für eine Tunneldurchfahrt ist, dann weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss verdammt nochmal laut sein, damit man mich überhaupt hört. Holy shit. Ich
gleich den Scheibenwischer anschalten. Boah, was für ein Sound, holy moly. Oh, 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 es geht bergab. Drücken wir mit 1A dagegen. Das bremst ja immer ein bisschen nach. Dauert natürlich mal ein bisschen, bis die Bremskraft wirklich wirkt. Wobei, wir müssen vielleicht auf 1B gehen. Jetzt dürfen wir auch 120 km pro Stunde fahren. Ich kann mich erinnern, dass ich diese Strecke in die andere Richtung gefahren bin, wenn ich mir jetzt so diese Passage hier gerade angucke. Ich glaube, in dem Sonntagsfahrer-Video, wo wir auf der Main-Spessart-Bahn gefahren sind, bin ich die andere Richtung gefahren und davon kam mir quasi aus dieser Richtung, in der wir jetzt gerade fahren, entgegen. Also, so gesehen die Strecke, die wir jetzt gerade fahren, so, das wollte ich damit sagen. Auch wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. Immer weiter bergab. Also sind ja schon ordentlich flott unterwegs. Muss man ja mal sagen. Das ist schon ordentliches Tempo hier. Haben wir zwar jetzt auch nicht einen sonderlich langen Zug, auch nicht wirklich schwer, da hatten wir schon Schwereres zu ziehen. Ich glaube, ich muss noch eine äußerst interessante, in Anführungszeichen interessante, langwierige Folge nochmal bearbeiten. Zugbeeinflussung. Gott. Haben wir die 70, jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben. Zugbeeinflussung. Es war natürlich belastend, dass wir jetzt in die Notfallbremsung eingegangen sind. Dadurch stören wir es natürlich. Na, doch jetzt. Da sind wir natürlich jetzt etwas euphorisch stehen geblieben. Na, ich habe das Gefühl, wir müssen nochmal hier reinbuttern und dann das Ganze nochmal lösen. Das war jetzt belastend. Also die volle Bremsung hätte da auch, hätte es auch getan. Wundere mich jetzt einfach nur, warum wir stehen. Wir sind halt. Ich bin verwirrt. Geht doch. Das war jetzt äußerst belastend. Das war eine unnötige Vollbremsung, Notbremsung. Volle Leistung hat auch gereicht, aber das Gute ist, dass der zweite Magnet etwas weiter entfernt war. Das rote Signal war natürlich jetzt etwas belastend, vor allem wenn wir mit normaler Geschwindigkeit gefahren sind. Dass wir halt da aufgrund des Signals dann, also wir hätten das rote Signal, hätten wir safe überfahren, das steht schon mal fest, also glaube ich, meine ich. Aber das ist natürlich jetzt belastend, dass wir dadurch in die Notfallbremsung gekommen sind und ja, obwohl die volle Bremsung es in diesem Falle sogar getan hätte. So, 9,7 Kilometer haben wir noch bis nach Aschaffenburg.
wo wir sogar halten müssen. Ich muss zugegebenermaßen sagen, ich weiß nicht mal mehr, ob ich beim letzten Mal auf dieser Strecke Güterzug gefahren bin oder Personenzug. Das ist alles wieder so Ewigkeiten her. Halbes Jahr? Kommt das hin? Keine Ahnung. Lange auf alle Fälle. Ja, doch, könnte sein. Sonntagsfahrer, das Projekt begann ja, glaube ich, im September, wenn ich mich recht entsinne. Der Regen ist weniger geworden. Wir gehen mal, wir schalten mal einen Gang runter. Scheint ja auch zu reichen, das Unregelmäßige. Weil der Regen etwas weniger geworden ist. Ja, schon krass neblig hier. Haben wir eigentlich 140 Kilometer schon, aber ich habe das Gefühl, dass wir die vielleicht nicht unbedingt ausfahren sollten. Beziehungsweise anpeilen sollten. Safety bin sogar auch drin. Na doch, vielleicht. Fahren wir dann doch einfach aus. Ich glaube, bei der Notbremsung hatten wir, glaube ich, auch ein Gefälle von 2,1%. Von daher hat das dem natürlich auch ein bisschen zugute gedingst, dass wir halt weiter bergab getragen wurden. Trotz Bremsvorgang. Ich würde schon sagen, wir gehen jetzt einfach schon mal leicht in den Bremsvorgang. Schließlich sind wir ein Güterzug. Der braucht ein paar Meter mehr zu bremsen. Zugbeeinflussung. Bisher quasi runtergebremst ist, wie wir sehen. Ah, wahrscheinlich haben wir jetzt gleich hier einen Wechsel. Zugbeeinflussung. Eine Vorüberwachung von 70. Das war jetzt wieder zu viel des Guten. Aber gut, 60 sind auch in Ordnung. Dann noch 1,8 Kilometer. Da können wir dann auch in gemütlicher Form abbremsen. Kann mir schon fast gar nicht vorstellen, ob. Ich meine, wir haben es ja gesehen, dass das Szenario scheinbar nur so hier endet, die Aufgabenbereiche, sag ich mal. Zugbeeinflussung. Aber irgendwie
Von der Zeit her, gut, wir haben noch 1 Kilometer, aber. Nicht mal die Aufnahmezeit. Trotz vor. Obwohl ich halt die Aufnahme immer starte, bevor ich quasi ins Game reingehe, also ins Szenario. Selbst damit kommen wir nicht auf die angeblichen 25 Minuten für ein mittelschweres Szenario von 4 von 5 Strichen, nimm es einfach mal so. Lass uns dann mal so ein bisschen weiter ausrollen und cooldown dann mit 20 Kilometer pro Stunde und ein bisschen weniger auf den Zielpunkt des Szenarios hinzu. In Hoffnung, dass wir dadurch keine Zwangs bekommen. Würde mich nicht wundern, wenn wir eine bekommen würden. Wäre nicht das erste Mal. Ich sollte mich daran gewöhnen, mich nicht daraus zu lösen, sondern zu warten, dass ich automatisch rausgelöst werde. Ansonsten passiert das wieder so, dass ich halt mich ohne Erlaubnis daraus wieder entziehe. Zwangsbremsung. 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 Ja, ne? Unberechtigtes Befreien, da haben wir es wieder. Zwangsbremsung. Aber das Schöne ist, das sehr Schöne ist, also abgesehen davon, dass die Zwangs mal wieder halt unnötig war und ich es eigentlich besser hätte wissen müssen, sogar ich hätte es besser wissen müssen, sagen wir es mal so, was wollte ich sagen? Aber nichtsdestotrotz ist die Range von dieser Aufgabe nicht so fucking huge AF wie beim anderen, wo wir halt in einem Radius von gefühlt 1 Kilometer die Aufgabe hätten abschließen können. Also 1 Kilometer waren es jetzt nicht, aber 600, 700 Meter doch schon. Halt unnötig weit. Rangig. Aber ja, wie gesagt, wie ich bereits vorhergesagt habe, bevor wir die Zwangse bekamen, ich sollte mich dran gewöhnen, aus der V-Überwachung automatisch befreit zu werden und mich nicht selber zu befreien. Dann einfach lieber auf die Pünktlichkeit scheißen. Lassen wir es mal ausrollen. Vielleicht gehen wir noch mal sicher bei den Bremsen. Sicher ist sicher. Zielvorgabe erfüllt.
Stellen Sie den Hauptschalter auf aus und die Parkbremse auf an. Hauptschalter auf aus. Und die Parkbremse auf an. Dann steigen wir aus. Und beenden den Auftrag. Nachbesprechung. Zeit benötigt 20,27 Minuten. Neues Level in der Main-Spessart-Bahn. Auf der Route der Main-Spessart-Bahn. Zurückgelegte Entfernung 16,82 Kilometer. Gegangene Entfernung 40,19 Meter. Ist exakt 2200 Punkte bekommen. Oder 2200 Punkte. Und eine Goldmedaille. Wunderbar. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es sieht dann beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, beim nächsten Mal, wenn ich mich recht entsinne, fahren wir sogar tatsächlich mal wieder. Okay, was heißt mal wieder? Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir zuletzt gefahren sind. Aber ja, doch, wir fahren wieder mal wieder einen Personenzug im nächsten Szenario hier auf der Main-Spessart-Bahn-Route. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.